Am 12. Januar 2010 erschütterte ein verheerendes Erdbeben den karibischen Inselstaat Haiti. Es forderte ähnlich viele Opfer wie der Tsunami, der Ende 2004 Südasien heimsuchte. In Haiti waren 2 Millionen Menschen betroffen. Es gab mindestens 230.000 Tote und 300.000 Verletzte. Direkt nach dem Erdbeben begann das Kinderhilfswerk Terre des Hommes mit den Hilfsmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Schwesterorganisation aus Lausanne erhielten mehr als 75.000 Menschen Hilfe. Mittellose Familien bekamen Zelte, Decken, Hygiene und Kochutensilien für ihre dringlichsten Bedürfnisse. In einem zweiten Schritt errichtete Terre des Hommes provisorische Unterkünfte. Sie geben rund 100 bedürftigen Familien ein festes Dach über dem Kopf, bevor sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Terre des Hommes hat mir ein Haus gebaut. Ich bin sehr froh darüber, denn ich war in einer schwierigen Lage. Nach der Nothilfe wird langfristiger Wiederaufbau angestrebt. Terre des Hommes verbesserte in der Region von Léogâne, Petit und Grand Goave den Zugang zu Trinkwasser. 7 Wasserstellen werden mit Hilfe der Gemeinden betrieben. Behälter verhindern Verunreinigungen. Chloriertes Wasser wirkt Infektionen entgegen. Nach dem Erdbeben waren die Menschen gezwungen, das Wasser aus dem nächsten Fluss zu holen. Dann haben wir Bohrungen durchgeführt, die die Wasserversorgung für 300 Familien sicherstellten. Das hat die Situation sehr verbessert. Seit Monaten wütet die Cholera-Epidemie. Die höchst ansteckende Krankheit war in Haiti seit Generationen unbekannt. Die Teams von Terre des Hommes haben Gemeinden und Waisenhäuser über die Krankheit informiert und viele Einrichtungen desinfiziert. Die Menschen lernen einfache Hygieneregeln, zum Beispiel sich häufig die Hände zu waschen. Inmitten dieser Katastrophen bleibt die Mangelernährung ein großes Problem. Terre des Hommes hat mehr als 25.000 Mütter und Kinder untersucht. Mobile Kliniken suchen Familien in abgelegenen Regionen auf. Die Mitarbeiterinnen betreuen Mütter vor und nach der Geburt. Schwer unterernährte Kinder werden in der Spezialabteilung von Terre des Hommes im Krankenhaus von Le Cay behandelt. Die Ursachen der Mangelernährung sind vielfältig. Die Nahrungsportionen sind oft nicht ausreichend. Die Mütter sind schlecht informiert und stillen ihre Babys nicht oder nicht richtig. Die Mangelernährung wird aber sehr oft auch durch andere Faktoren beschleunigt, wie zum Beispiel Krankheit, Atemwegsinfektionen oder Durchfall. Die Terre des Hommes-Teams haben 800 von ihren Familien getrennte oder verwaiste Kinder identifiziert und betreut. Zum Beispiel Sonja, die ihre Mutter verloren hat. Terre des Hommes hat ihren Vater unterstützt, einen mittellosen Fischer. Das hilft mir sehr. So kann ich die Schule für meine Kinder bezahlen. Ich bin jetzt Vater und Mutter zugleich. Seit dem Tod ihrer Mutter muss ich mich um alles kümmern. Damit die Kinder lernen, Trauer und Schmerz zu überwinden, hat Terre des Hommes 9 gemeinschaftliche Freizeitzentren eröffnet. 80 Betreuer arbeiten hier mit 2600 Kindern von 6 bis 12 Jahren. Sie können singen, spielen und sich aussprechen. So fassen sie Vertrauen und finden neuen Lebensmut. Diese Zentren sind inzwischen auch Treffpunkte für die Eltern und werden künftig als Gemeindezentren dienen. Die Herausforderungen sind immens. Das Ziel ist der langfristige Wiederaufbau der Gesellschaft. Terre des Hommes hilft Kindern und Gemeinschaften, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Denn die Hoffnung Haitis liegt auf seinen Kindern.